Moment. Das Schicksal hat uns wieder zusammengeführt. Jetzt ist dein Gegner auch mein Gegner. Wie konnte das passieren? Tja, wenn man nur lang genug lebt. Mit fast 2 Jahren Verspätung kommt am 30. September 2021 endlich der 25. James-Bond-Film ins Kino. Keine Zeit zu sterben wird Daniel Craigs letzter Auftritt als 007 sein. Es ist eine direkte Fortsetzung des 2015 erschienenen Spectre. James Bond führt mit Madeleine Swann, gespielt von Lea Seydoux, ein ruhiges, gemeinsames Leben im Ruhestand. Doch dann wird er von seinem Freund Felix Leiter um Hilfe bei einer Mission gebeten. Das führt den ehemaligen Doppel-Null-Agenten nicht nur wieder zurück in den aktiven Dienst, sondern auch auf die Spur des Größenwahnsinnigen Safin, verkörpert von Oscar-Preisträger Rami Malek, der mit einer neuen Technologie das Wohl der Welt bedroht. Gleichzeitig werden sowohl Bond als auch Swann von den Geistern ihrer Vergangenheit konfrontiert. Und Bonds Adoptivbruder und Nemesis Blofeld hat auch irgendwie seine Hände im Spiel. James Bond. Wir beide löschen Menschenleben aus, um die Welt besser zu machen. Ich mache es nur ein wenig gründlicher. Regie bei Keine Zeit zu sterben führte Amerikaner Cary Yoji Fukunaga, der Schöpfer von True Detective und Regisseur von Beasts of No Nation. Neben dem üblichen Cast um Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomi Harris, Jeffrey Wright und Ben Whishaw spielen Lashana Lynch, Ana de Armas und Billy Magnussen mit. Aus Spectre sind Seydoux und der österreichische Schauspieler Christoph Waltz mit dabei. Mit 163 Minuten ist Keine Zeit zu sterben der längste Bond-Film bislang. Die Schauplätze, die Globetrotter Bond in diesem Film besucht, sind Jamaika, Matera, Gravina und Sapri in Italien, London, Norwegen und dazu auch noch Schottland. Keine Zeit zu sterben, ab 30. September in unseren Kinos.